Berlin, 8. September 2018. Start zur zweiten Demonstration Freedom is our religion, zu der wieder der Hells Angels MC Nomads Germany aufgerufen hatte. In diesem Jahr wandten sich die Organisatoren an verschiedene Personen des öffentlichen Lebens, an Mitglieder von Motorradclubs und Bikerorganisationen sowie alle relevanten politischen Parteien, um ihre Standpunkte zur Verschärfung des Vereinsgesetzes in öffentlicher Rede zu vertreten. Die Resonanz war erfreulich groß, sodass die teilnehmenden Redner auf eine realistische Zahl reduziert werden mussten. Eine Ausnahme bildeten die politischen Parteien. Allein die Freien Demokraten teilten ihre Absage mit. Alle anderen Parteien hielten nicht einmal das für nötig. So, schönen guten Tag. Stellvertretend für den Hells Angels Nomads MC Nomads Germany begrüße ich hier alle anwesenden Biker, Brüder, Freunde und eure Familien. Es ist ein überwältigendes Gefühl, so viele von euch hier stehen zu sehen, vereint im Kampf für unsere Rechte und Freiheit. Wir befinden uns hier an einem besonderen Ort. Den Platz des 18. März. Dieses Datum steht für zwei bedeutende Ereignisse der deutschen Geschichte. Zum einen für die Märzrevolution von 1948 und zum anderen für den Tag der ersten freien Volkskammerwahlen in der damaligen DDR am 18. März 1990. Die Märzrevolution von 1948 war trotz ihres Scheiterns der Beginn einer Bewegung, aus der die Ideen und die Grundlagen für eine freiheitliche Demokratie in Deutschland gewachsen sind. Unsere heutigen Grundrechte, alle Menschen sind gleich, Vereinsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Gewissensfreiheit, freie Wahlen, sind in unserem Land die Ergebnisse dieser Bewegung. Es dauerte noch 100 Jahre, bis diese Rechte durch das Grundgesetz festgeschrieben und somit die Basis für eine freiheitliche Demokratie in unserem Land geschaffen wurden. Das Ergebnis der Volkskammerwahl von 18. März 1990 war ein Signal für die deutsche Einheit. Viele Menschen glaubten damals, dass es für alle ein unwiderruflicher Garant, dass diese Rechte alle im zukünftigen vereinten Deutschland manifestiert sind. Dies war und ist ein Irrtum. Immer und zu jeder Zeit muss man für seine Freiheit und seine Rechte eintreten, diese einfordern und dafür kämpfen. In diesem Sinne, sportfrei und fröhliche ACB. Moin, ich bin Fenrich, auch vom Hells Angels MC Nomads. Ich will auch mal zwei, drei Sätze hier verlieren. Ihr seht ja bei der heutigen Demonstration hier vorrangig gegen die Änderung des Vereinsgesetzes. Allerdings geht es auch für Sachen, und zwar für unsere Freiheit und Zeichen zu setzen, dass jeder das Recht hier hat in unserem Land, sich Vereinen anzuschließen, wie er will, sich zu kleiden, wie er will und sein Leben auch so zu leben, wie er möchte. Ja?
Wir demonstrieren hier vor allen Dingen gegen den Gesetz, welches nach unserer Auffassung gegen den Grundgesetz verstößt. Ein Gesetz, was hauptsächlich gegenwärtig die MC-Szene betrifft, große Clubs, die im Moment davon direkt betroffen sind, aber es wird definitiv alle betreffen, alle Vereine, alle Organisationen in Deutschland, alle. Wir sind bloß der Anfang. Ja, wir sehen ja, wir sind relativ viele, die das verstanden haben, worum es geht, hier ein Zeichen zu setzen. Und wir werden definitiv weiterhin mit allen Mitteln und hoffentlich mit euer aller Unterstützung gegen diese ganze Scheiße und Schikane hier kämpfen. Ja? Schönen Dank. Ja, auch wir vom Hells Angels MC Hannover. Ich begrüße euch herzlich zu dieser Biker-Demo Freedom is our Religion. Wir finden es gut, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ihr habt es verstanden. Ich denke mal, wer hier heute nicht da war, macht einen Riesenfehler oder hat einen Riesenfehler gemacht. Ganz besonders möchte ich heute begrüßen die North Association, die heute hier das erste Mal zahlreich erschienen ist. Ich wünsche euch und uns eine geile Feier anschließend. Schön, dass ihr da wart und freue mich auf euch aufs nächste Jahr. So, ich bin der Teddy von der Biker Union. Einige kennen uns vielleicht, einige nicht. Macht aber nichts. Wir kümmern uns schon seit 86 darum, dass die Diskriminierung nicht überhand nimmt. Es hat damals mal angefangen, dass irgendwelche amerikanischen Problemkinder nach Europa gekommen sind und Europa erklärt hat, ihr habt ein Rockerproblem, seitdem haben wir eins. Mittlerweile sind bundesweit Rockerkontaktbeamte außer Kraft gesetzt worden, die die Rocker auch noch kannten. Bei mir kommt das so ein bisschen geballt an und da heißt es auf einmal, der Mann, der uns kannte und der wusste, was Sache war, den gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt irgendeinen von der Schule, der gar nicht weiß, was Sache ist, aber der weiß auf jeden Fall schon mal, dass wir böse und kriminell sind. Um das hier auch mal ganz klarzustellen, es geht der Biker Union nicht darum, Kriminelle gleich welcher Art zu schützen. Aber dafür haben wir ein Rechtssystem. Und in der Demokratie ist das Recht nun mal klar geteilt. Und da sprechen Richter Recht. Und Richter sind frei von jeder Art der Beeinflussung, sollen sie zumindest sein. Meine Meinung ist, jetzt haben sie doch die Spitze getrieben. Jetzt haben sie im Verwaltungsrecht das Tragen der Abzeichen, das Zeigen in der Öffentlichkeit verboten. Und dann gibt es jetzt auch noch in der organisierten Kriminalität eine Sparte, die heißt Rocker-ähnliche Gruppierungen. Da frage ich mich als Biker, was ist denn das? Hat der eine Uniform? Okay, also ist das jeder Schützenverein. Und da der Verwaltungsrecht ja nach Uniform geht und nach Verwaltungsstruktur, Vorsitzender, Stellvertreter etc., trifft das ja auf jeden Verein in Deutschland zu, der ein Erkennungszeichen hat, was eindeutig ist. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wann der erste Karnickelzüchterverein als organisierte Kriminalität in Rocker-ähnlicher Struktur verboten wird. Wenn das doch so schlimm ist und wenn wir alle so böse sind, dann möchte ich doch mal wissen, wie viele Verurteilungen hat es denn gegeben? Warum wird diese Zahl denn nie veröffentlicht? Sind es vielleicht am Ende so wenige, dass man den Rest drumherum konstruiert? Oder sind es so viele, dass man es so machen kann? Aber dann kann man es auch sagen, dann muss man es nicht verheimlichen. Aber Leute, so kann es nicht weitergehen. Ihr müsst euch zusammentun, ihr habt das hier bewiesen, dass jeder noch größer und dass jeder noch mehr. Wir haben 4 Millionen Motorräder und ich würde mal annähernd annehmen, dass davon mindestens 1 Million irgendeiner Gruppierung zuzuordnen ist. Und die müssen den Arsch aus dem Schrank kriegen und auf die Straße gehen. Und es ist völlig egal, ob bei uns wieder im nächsten Jahr im August oder hier bei der. Ich finde es erstmal klasse, dass so viele da sind. Und wir müssen uns viel massiver gegen sowas wehren, weil das ist Schreddern der Grundrechte. Und da haben wir jetzt schon einige von dem Müll geschmissen. Den Rest sollte man möglichst behalten. Ich danke fürs Zuhören und wünsche schöne Rückfahrt. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Tilman Ziegenhain. Ich bin Chefredakteur der Motorradzeitschrift Bikers News, die Anfang der 80er Jahre gegründet wurde und sich bis heute als Sprachrohr der deutschen Motorrad- und Rockerclubs versteht. Wie die Behörden in Deutschland mit der Biker- und Rockerszene umgehen, ist ein Skandal. Nein, Rocker haben in der Medienlandschaft keine Fürsprecher. Genau deswegen müsst ihr heute hier demonstrieren, um eure Sicht der Dinge darzustellen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass es viele, viele Polizisten gibt, die lieber Kriminelle jagen und ihre Mitbürger schützen würden, als auf der 10. Rockerparty die immer gleichen Besucher zu filzen und deren Daten aufzunehmen, die dann in irgendwelchen fragwürdigen Dateien zu landen. Das Problem ist also ein anderes. Das Problem ist die Politik. Denn Biker und Rocker haben nicht nur in der Medienlandschaft, sondern auch im Bundestag keine Lobby. Und weil Biker und Rocker keine Lobby haben und auch noch so aussehen, wie sie aussehen, eignen sie sich dazu, um von den wirklich wichtigen Problemen abzulenken. Der einzige Rockerkrieg, den es je gab, ist derjenige, den die Politik gegen die Clubs führt. Dieses Vereinsgesetz hat nur einen Zweck, das Colorverbot. Man wollte den großen Clubs ihre Kennzeichen nehmen, weil man es trotz massiver Überwachung und Kriminalisierung nicht schafft, sie selbst zu verbieten. Ich sage an dieser Stelle klar und deutlich in Richtung Bundestag, vielleicht hört uns ja der ein oder andere. Bei gefühlsechter Sicherheit denke ich an etwas ganz anderes. In der Politik brauche ich sie nicht. Auch Biker und Rocker sind Bürger dieses Landes. Respektieren Sie also Ihre Rechte und machen Sie keine Symbolpolitik auf Kosten einer Minderheit. Die Grenzen in diesem Land verlaufen nicht zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Rockern und Nichtrockern, sondern zwischen oben und unten. Wenn Biker und NCs das verstehen, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, dann haben sie schon gewonnen. Manchmal frage ich mich, ob so einige Politiker jeden Morgen Arschhaare rauchen bei der Scheiße, die sie produzieren. Aber wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen, müssen wir uns auch die Frage stellen, was ist mit uns selbst? Was ist los mit der Biker-Szene, den Motorradclubs? Wie viele liegen heute auf der Couch oder hocken in ihren Clubhäusern, obwohl sie ihren Arsch hierher bewegen könnten? Warum nehmen Sie sich nicht die Freiheit, mit dem Bike in die Hauptstadt zu fahren, um für das einzutreten, worum Sie sich bei jeder Gelegenheit Sorgen machen? Es passt nicht zusammen, sich einerseits auf Oldschool zu berufen, aber sich nicht dafür gerade machen. Ich sage euch was, Freiheit leben und erleben, das ist Oldschool. Für das Erreichte kämpfen, um für die Jungen mit in die Zukunft zu tragen, das ist Oldschool. Sie von keinem für 4 fucking Jahre gewählten Politiker sagen lassen, was für uns und unser Leben gut oder schlecht ist, das ist Oldschool. Zusammenstehen für das, was wir für richtig halten. Über Sprache, Rasse und Herkunft hinweg. Das ist unsere Tradition und zwar so. Einen einzelnen Finger kann man brechen. Versucht das mal mit der Faust. Denn Freiheit ist unsere Religion. Seid euch dessen immer bewusst. Danke.